Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Nach einer etwas längeren Abwesenheit, die vielleicht gar nicht so aufgefallen ist, weil Videos kamen ja. Wie die meisten wissen, habe ich mir den Arm geprellt bei einem Unfall mit einem E-Scooter. Das ist jetzt alles wieder fast völlig verschwunden, worüber ich sehr froh bin. Deswegen kann ich jetzt auch wieder Filme machen und vor allen Dingen Filme schneiden. Das fiel mir nämlich nicht so schwer. Ein kurzer Hinweis noch in eigener anderer Sache. Es gibt einen Zweitkanal. Neben Creepy Creatures gibt es jetzt Außer Haus. Das ist ein Wanderkanal. Nicht, weil ich mit Creepy Creatures nicht mehr zufrieden bin oder mir das zu viel oder zu wenig Arbeit wäre, in keinem Fall. Aber ich habe nicht nur ein Hobby und ich habe während der Corona-Zeit für mich entdeckt, dass Wandern so direkt vor der Haustür oder im näheren Umfeld 100, 150 Kilometer entfernt einfach unheimlich viel bringt, um die Seele baumeln zu lassen. Auf diese Wanderungen nehme ich euch mit und das Ganze findet ihr auf dem Kanal Außer Haus. So, das bleibt aber auch der einzige Hinweis in diese Richtung. Ich mache jetzt nicht ständig Werbung, das sei aber noch gesagt gewesen. Und jetzt geht es weiter mit The Handyman von Bentley Little. Ein auf 999 Exemplare limitiertes Buch. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt. Ich habe auf jeden Fall vorbestellt und dementsprechend auch ein Buch bekommen. Es ist wie immer schön aufgemacht mit partieller Drucklackierung, wie man hier, glaube ich, auch genau da oben so in Teilen erkennt. Es hat, ich schaue nach, ziemlich genau 400 Seiten und ist ein, Gott sei Dank möchte ich sagen, nicht ganz so typisch klassischer Bentley Little. Normalerweise ist Bentley Little ein Fan von Sozialkritik, die er völlig ad absurdum führt, und zwar so dermaßen, dass daraus Horror entsteht. Das ist hier nur in Ansätzen, würde ich mal sagen, wirklich in Ansätzen passiert. Es geht um einen Handwerker, der Frank heißt. Er heißt immer Frank, und warum ich jetzt immer gesagt habe, dazu komme ich gleich noch. Dieser Frank übernimmt immer wieder kleinere oder auch größere Reparaturen an Privathäusern und wird von den Menschen privat beauftragt. Da geht es dann manchmal um den Bau eines ganzen Fertighauses, so wie bei Daniel und seiner Familie. Und Daniel ist der Protagonist neben Frank. Es geht auch manchmal nur um kleinere Reparaturen, aber auf jeden Fall ist Frank so der nette, ältere Herr von nebenan, der mal eben was zusammenzimmert. Und wie das bei Handwerkern häufiger mal so ist, stimmt nicht immer alles so ganz. Bei Frank, bei dem Handyman, ist es aber so, dass vieles nicht stimmt. Und einige seiner Bauten führen ein sonderbares Eigenleben. Man sieht irgendwelche Schemen durch die Räume huschen, man sieht irgendwas. Aber es gibt auch richtig gefährliche Bauteile, die er da verbaut hat. So zum Beispiel ein Rasensprenger, der zum Tod eines Menschen führt. All solche Sachen. Und Daniel, der zu Anfang des Buches noch relativ jung ist und mit seinen Eltern da in das ländliche Gebiet zieht, in das Ferienhaus, merkt, dass irgendwas mit diesem Frank nicht stimmt. Das lässt ihn nicht los, und über seine ganze Jugend hinweg, aber auch vor allen Dingen über das Erwachsenenleben hinweg, ist er immer wieder getrieben von Frank und was macht er und wo finde ich ihn. Und er kommt so langsam auf die Schliche durch viele Recherchen, dass immer mal wieder in den USA, in verschiedenen Bundesstaaten, irgendwelche Franks auftauchen, deren Nachname immer mit W beginnt, und die irgendwelche kruden Handwerkerjobs übernehmen. Und da ist dann klar, mit diesem Frank stimmt irgendwas nicht. Und er altert auch nicht über die Jahrzehnte. Also ist klar, dass irgendwas mit dem nicht in Ordnung ist. Frank selbst tritt im ersten Drittel des Buches vor allen Dingen auf. Im zweiten Drittel, wo es um episodenhafte Geschehnisse geht und die nicht mehr viel mit Daniel zu tun haben. Es geht um andere Menschen, die Kontakte zu diesem Frank hatten und was da so passiert ist. Also sozusagen, man könnte das fast als Vorgeschichte bezeichnen, die im zweiten Teil kommt und in längeren Episoden immer wieder diese Geschehnisse erzählt. Ich finde das sehr geschickt gemacht. Normalerweise würde man sowas in einem Prolog erwarten, in kürzerer Form. Aber Bentley Little hat das in das zweite Drittel dieses Buchs gepackt. Und das dritte und letzte Drittel handelt dann wieder von Daniel und von Frank, wobei Frank auch da kaum zu Gesicht bekommen wird. Es ist ein Buch, was in Teilen so ein bisschen Mystery-mäßig daherkommt und auch immer wieder ordentliche Prisen von Horror hat. Aber vieles geht tatsächlich um Daniel, um sein Innenleben, um seine Gefühle gegenüber Frank, um seine Suche nach Frank. Und so ganz langsam baut sich Baustein für Baustein sozusagen auf, was Frank eigentlich ist. Es bleibt bis zum Ende unklar, was er wirklich ist.
Aber dass er kein normaler, freundlicher, älterer Herr von nebenan ist, das wird irgendwann klar. Auf seiner Reise durch die Suche nach Frank, auf der Reise durch die Suche, auf seiner Suchreise nach Frank trifft Daniel immer mal wieder andere Leute, die eben auch Kontakt zu diesem Frank hatten. Und er merkt ganz interessanterweise, dass in den verschiedenen Häusern, die von Frank gebaut oder ausgebaut oder umgebaut wurden, immer wieder Sachen aus ganz anderen Häusern drin sind. So entdeckt er in einem Haus zum Beispiel die Tapeten, die eigentlich in seinem Haus, also das seiner Eltern, hätten drin sein müssen, aber es nicht sind. Und entdeckt dann irgendwo die Türen von einem Haus, die in einem ganz anderen Haus verbaut sind. Ist ein bisschen umständlich ausgedrückt. Auf jeden Fall nimmt sich Frank das, was er möchte, und baut es aber auch dahin, wo er will. Und das alles wird erstmal nur spleenig, bis es dann von dem amüsanten Lächeln zu einem sorgenfaltigen Gesicht wird, bis irgendwann so wirklich zu sowas wie unterschwelliger Angst. Es ist ein sehr schönes Buch. Es ist bis auf einige wenige blutige Ausflüge eigentlich auch kein blutiges Buch, aber unterschwelliger Horror ist das, was Bentley Little in diesem Buch wunderbar hinbekommen hat. Er zeigt auch einmal mehr, dass es nicht immer der typische Bentley Little-Stil sein muss, der zu Erfolg führt. Und ich hoffe, das Buch wird erfolgreich, was ist wirklich ein gutes Horrorbuch, sondern dass er durchaus vielseitig ist und auch mal ganz andere Wege einschlagen kann als die, für die er bekannt ist. Viel mehr kann man über dieses Buch gar nicht sagen, um nicht zu viel zu verraten. Es ist, wie schon gesagt, viel Mystery, eine ordentliche Prise Horror. Es erzeugt immer wieder Angst und mulmige Gefühle. Und diese Figur, diese diffuse, wabernde, schemenhafte Figur des Frank, der ist natürlich sichtbar, aber so alles, was um ihn herum so passiert und was er eigentlich ist, das ist ganz toll gezeichnet und hat fast was von klassischem Horror, von so einem wirklich klassischen Horror-elementhaften Schreibstil. Ich finde es sehr gelungen. Und muss sagen, dass Bentley Little für mich jetzt über die Jahre zu einem der interessantesten und auch irgendwie zuverlässigsten Horrorautoren geworden ist. Ja, The Handyman von Bentley Little aus dem Buchheim Verlag von diesem Jahr. Für alle Horrorliebhaber, die es nicht so blutig brauchen, für die ist The Handyman und die Geschichte von Daniel und dem ominösen Frank, glaube ich, eine gute Empfehlung. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.